Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Kellner live. Wir starten heute mit dem ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Nehammer. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Herr Nehammer, aktueller Anlass gleich heute. Die NEOS haben heute verkündet, dass sie sich aus den Sondierungsgesprächen zurückziehen, nicht weiter an Sondierungsgesprächen teilnehmen. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich nur noch einen Gesprächspartner, momentan zumindest, das sind die Grünen. Wie laufen denn diese Sondierungsgespräche mit den Grünen? Morgen ist ja der nächste Termin angesetzt. Ja, bis jetzt haben wir eine sehr gute Gesprächsbasis aufgebaut. Die NEOS haben heute entschieden, dass sie sich aus den Sondierungsgesprächen jetzt zurückziehen. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, uns ist daran gelegen, dass wir mit allen Parteien eine gute Gesprächsbasis auch weiterhin natürlich im Parlament haben. Und jetzt sind die Sondierungsgespräche mit den Grünen natürlich im Vordergrund. Und ja, aus meiner Sicht werden sie so lange dauern wie notwendig und wir werden alles tun, dass sie auch so schnell wie möglich voranschreiten. Warum, glauben Sie, haben die NEOS heute gesagt, sie machen das nicht? Lag das an der ÖVP oder lag es an den NEOS? Nein, ich glaube, die Voraussetzung ist eine andere bei den NEOS. Es gibt sich ja keine rechnerische Mehrheit mit ihnen aus. Sie haben jetzt für sich entschieden, dass sie ausreichend mit uns sondiert haben. Wir nehmen das zur Kenntnis. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Grünen und da werden wir sehen, wie die Fortschritte sind. Jetzt gibt es ja ganz viele politische Kommentatoren, Beobachter etc., die sagen eigentlich, der Zug, der fährt vollgas Richtung Türkis-Grün und so weit sind die zwei ja eigentlich gar nicht auseinander. Ist dem so? Na, ich verstehe, dass Kommentatorinnen und Kommentatoren das gerne tun auch. Das ist ja auch ein Teil ihres Berufes. Aber wir müssen jetzt einmal in eine Phase kommen, wo wir ausloten, wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es gravierende Differenzen, wie gehen wir damit um? Und dafür sind Sondierungsgespräche das geeignete Mittel. Jetzt ist bei solchen Sondierungsgesprächen oder Verhandlungen ja auch immer ein ganz wichtiger Parameter die Stimmung zwischen den Parteien, zwischen den handelnden Personen, zwischen den Verhandlern. Wie ist denn die Stimmung mit Ihren Grünen gegenüber? Ist die gut momentan? Nehmen Sie die positiv wahr? Da gab es ja durchaus auch aus Ihrer Partei Vorbehalte gegenüber den Grünen. Nein, wir haben einen sehr wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. Es werden einmal die Themenfelder abgesteckt. Wir spüren, dass es ein Interesse gibt, der Grünen diese Gespräche ernsthaft zu führen, genauso wie wir. Ziel ist es ja, eine stabile Regierung zustande zu bringen. Dafür jetzt eben auch die Notwendigkeit, dass die Gespräche da sind in der Form der Sondierung. Es hat ja auf Bundesebene noch nie eine Zusammenarbeit gegeben zwischen Volkspartei und den Grünen. Daher gibt es da einfach auch vieles noch zu besprechen. Und von der Stimmung her und von der Bereitschaft, diese Gespräche ernsthaft zu führen, bin ich zuversichtlich, dass die Sondierungsgespräche weiter gut laufen. Aber Sie sind positiv überrascht von den grünen Verhandlern bisher. Kann man das so sagen? Ganz ehrlich, es hat mich nicht überrascht, weil ich schon davor eine sehr gute Gesprächsbasis gehabt habe mit dem jetzigen Generalsekretär Timo Fiesel, wo sichtbar wurde, dass auch er gezeigt hat in seiner Rolle, dass es ihm wichtig ist, dass die Gespräche in einer guten Atmosphäre ablaufen und dass wir als Generalsekretäre uns rasch austauschen, wenn es Informations- und Kommunikationsbedarf gibt. Und das läuft bisher gut und das macht mich zuversichtlich. Sie waren ja immer ein großer Verfechter und Befürworter von Türkis-Blau auch, von der letzten Regierung. Tut Ihnen das eigentlich leid, dass die FPÖ sich da jetzt komplett aus dem Spiel genommen hat? Wir haben immer gesagt, auch schon vor der Wahl und dazu stehen wir auch nach der Wahl, dass das, was in der türkis-blauen Regierung erreicht worden ist, ein Ende der Schuldenpolitik, die Menschen weiter zu entlasten, wie mit dem Familienbonus plus 1.500 Euro pro Jahr pro Kind und genauso auch der Kampf gegen die illegale Migration für uns ein wichtiger Meilenstein war in der Entwicklung auch für Österreich. Das haben wir den Menschen auch versprochen, auch in die Verhandlungen mitzunehmen. Und ja, Sie haben es ja auch gesehen, bevor das Ibiza-Video alle sehen konnten, bevor Herbert Kickl dann die Regierung in die Höhe gesprengt hat durch seine Uneinsichtigkeit, war die Zusammenarbeit gut. Wir haben viel weitergebracht. Ist es jetzt zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die FPÖ aus dem Spiel genommen hat bei den Verhandlungen? Jetzt gilt unsere Konzentration, mit denen zu reden, die tatsächlich reden wollen. Das sind in dem Fall die Grünen. Und wir werden sehen, wie die Ergebnisse sind. Aber wäre die FPÖ in ihrer jetzigen Situation für Sie überhaupt ein potenzieller Gesprächspartner? Stichwort auch die innerparteilichen Querelen, auch mit HC Strache und seiner Frau derzeit. Könnte man mit der FPÖ derzeit überhaupt ernsthaft in Verhandlungen treten? Naja, wir haben immer gesagt vor der Wahl, dass wir mit allen Parteien Gespräche führen werden nach der Wahl. Daran haben wir uns gehalten. Sie haben die Turbulenzen angesprochen bei der FPÖ. Ja, da gibt es wahrscheinlich intern sehr viel zu besprechen und aufzuarbeiten.
Faktum ist, wir haben unsere Gesprächsbereitschaft eingehalten. Die Freiheitlichen haben gesagt, nein, sie wollen derzeit nicht, sondern gehen jetzt lieber in Opposition. Was interessant war, war, dass dann auf der anderen Seite aber Herbert Kickl plötzlich Forderungen gestellt hat, irgendwelche Ministerien in Anspruch nehmen zu wollen. Beides geht nicht, Opposition und Regieren, da muss sich die FPÖ darüber klar werden, was sie will. Aber jetzt gilt einmal unser vorrangiges Interesse den Gesprächen mit den Grünen, weil die auch tatsächlich bereit sind zu reden. Inwiefern glauben Sie denn, dass man diesen Kurs der türkis-blauen Regierung in einer etwaigen türkis-grünen Regierung fortsetzen kann? Weil da gibt es ja, muss man sagen, ideologisch doch sehr große Unterschiede, vor allem zwischen den Grünen und der FPÖ. Wie wollen Sie denn garantieren oder sicherstellen, dass Sie diesen Kurs, und mit diesem Slogan ist ja auch der Kanzler, Altkanzler und wahrscheinlich bald wieder Kanzler Sebastian Kurz angetreten, das weiterzuführen? Wie soll denn das mit den Grünen gehen? Na, jetzt genau in den Sondierungsgesprächen ist die Phase, wo man klar macht, was einem ganz, ganz wichtig ist, was fortgesetzt werden muss. Wir haben das getan aus unserer Sicht. Wie schon vorher erwähnt, Schuldenpolitik beenden, Menschen weiter entlasten, Kampf gegen illegale Migration fortführen. Und bei den Grünen wird man sehen, wie Sie die Prioritäten festlegen, was Ihnen besonders wichtig ist. Das ist ja auch eben der Sinn dieser Sondierungsgespräche, weil sie einfach Freiraum bieten, um da die Grenzen auszuloten und so dann festzulegen, wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es für den einen und für den anderen rote Linien. Und das sind genau jetzt die Gespräche, die laufen. Und ich bitte da um Verständnis, dass man nicht so sehr in den Inhalt gehen kann, weil Ziel der Sondierungsgespräche ist ja eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen und da auszuloten wirklich, was geht nicht und wo müssen wir noch weiter diskutieren. Ich verstehe schon, dass Sie nicht in den Inhalt gehen würden. Ich würde dennoch gerne ein Thema ansprechen, nämlich die Migrationspolitik. Das war ein ganz zentraler Bestandteil der letzten Regierung. Das war auch etwas, was die Grünen gerade im Wahlkampf sehr heftig und sehr hart kritisiert haben. Wie soll man da zusammenfinden? Wie stellen Sie sich das vor? Es gibt ja anscheinend wirklich diametral unterschiedliche Auffassungen. Na, da gilt das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe. Man muss dann tatsächlich in die Tiefe gehen, sich anschauen, wo sind die jeweiligen Positionen. Auch die Grünen unter Theresa Steusitz haben ein sehr ambitioniertes Zuwanderungsprogramm zum Beispiel damals verfasst. Und jetzt gilt es einfach, die Schnittmengen zu finden und dort, wo es große Differenzen gibt, darüber zu reden, wie man die überwinden kann. Aber das ist genau der Punkt, den ich jetzt vorher angesprochen habe. Da braucht es Zeit, da braucht es Raum. Und den bitte ich, dass Sie uns auch geben. Mhm. Letzte inhaltliche Frage dazu, aber die muss ich Ihnen auch noch stellen. Mindestsicherung ist auch so ein Thema, war ein Steckenpferd dieser letzten Regierung, war, glaube ich, auch der ÖVP immer sehr wichtig, diese Reform der Mindestsicherung. Die Grünen sind eigentlich angetreten damit, dass sie gesagt haben, die Mindestsicherung, die muss adaptiert werden, die muss geändert werden, denn sie verursacht Kinderarmut. Sind Sie bereit dazu? Ich sage ja, die Inhalte liegen jetzt auf dem Tisch. Alle Parteien bringen jetzt in dem Fall die Volkspartei und die Grünen ihre Positionen ein. Wie wir uns dann inhaltlich aufeinander zubewegen und wie da die Gespräche laufen, da bitte ich um Verständnis, den kann ich nicht vorweggreifen. Verstehen Sie eigentlich manchen ÖVP-Wähler, der vielleicht ein bisschen sich fürchtet, ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen Bauchweh hat bei so einer türkis-grünen Koalition? Also ich verstehe jeden, der ein Interesse hat, nämlich dass es eine stabile Regierung gibt. Und ich verstehe alle unsere Wählerinnen und Wähler, die größtes Interesse daran haben, dass das, was wir vor der Wahl versprochen haben, auch nach der Wahl hält. Dieses Versprechen haben wir als Volkspartei gegeben. Jetzt gilt es, sich anzunähern, auch in den Gesprächen mit den Grünen. Wo haben wir eben, wie vorher besprochen, auch diese Konfliktpunkte? Wo gibt es aber Übereinstimmung? Wo können wir sehr rasch Lösungen finden? Und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dass man sagt, da sind echt gravierende Differenzen, wie man mit denen umgeht. Und da ist das, ich weiß, das ist immer ein bisschen anstrengend für Journalistinnen und Journalisten, weil die wollen eben gleich wissen, wie es weitergeht. Das verstehe ich auch gut, aber da bitte ich Sie wirklich, uns Zeit zu geben, dass wir da jetzt in den Verhandlungen einfach schauen können, wie weit wir da aufeinander zugehen können. Jetzt sagen Sie sogar gerade, wir sollen Ihnen Zeit geben, also die Journalisten. Dennoch gibt es viele große Herausforderungen, die anstehen. Österreich droht in eine Rezession zu schlittern. Es gibt Warnungen vor einer neuen Flüchtlingskrise, auch aufgrund des neu aufgeflammten Syrien-Konflikts. Wäre es nicht ganz, ganz wichtig, dass wir diese Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche möglichst rasch abschließen und vielleicht sogar noch vor Weihnachten abschließen? Ist das Ihrer Meinung nach ein Ziel? Unser Ziel ist es, dass wir die Gespräche ernsthaft führen und klar führen und das ist von beiden Seiten jetzt momentan auch gezeigt. Ein Zeitrahmen ist aber deshalb so schwer jetzt momentan zu definieren, weil es einfach so viele Punkte gibt zu besprechen. Ich habe vorhin angeführt, die Grünen und die Volkspartei sind zum ersten Mal in so einer Situation auf Bundesebene tatsächlich jetzt konkret zu verhandeln.
Und wenn man dann sieht, wie die Fortschritte sich abzeichnen in den Ergebnissen, dann ist man auch leicht in die Lage versetzt zu sagen, da gibt es einen Zeithorizont, wann man abschätzen kann, wann die Gespräche zu Ende sind. Jetzt geht es wirklich darum, so viel Zeit als notwendig aufzuwenden, um die Gespräche erfolgreich zu führen, aber gleichzeitig, so wie Sie richtig gesagt haben, auch darauf zu achten, dass sie so rasch als möglich beendet werden, um Ergebnisse zu ziehen. Aber Ihr Wunsch wäre, dass wir noch heuer eine Regierung haben, eine neue? Mein echter Wunsch ist, dass wir es schaffen, eine stabile Regierung zu bekommen. Und dafür ist halt alles zu tun, was notwendig ist. Und daher gibt es von mir da keine Festlegung auf den Zeitrahmen. Mhm. Kommen wir noch zu einem zweiten Thema. Und zwar gestern war die konstituierende Nationalratssitzung. Die neuen Nationalräte wurden angelobt, auch Sie wieder angelobt. Sie waren ja auch schon davor im Nationalrat. Jetzt muss man sagen, die Sitzungen im Wahlkampf, auch im Sommer, die waren sehr hitzig, die waren sehr emotional, teilweise auch sehr untergriffig, hat ja auch gegipfelt in dieser Abwahl von Sebastian Kurz. Glauben Sie, dass der Nationalrat diese Gräben, die da aufgebrochen sind, wieder kitten kann? Ist die Stimmung da wieder eine etwas, sage ich mal, bessere? Oder haben Sie da Befürchtungen, dass das alles wieder aufbricht jetzt in den nächsten Sitzungen? Also zum einen möchte ich sagen, es ist wirklich immer wieder ein besonderer Moment, wenn man das Gelöbnis leistet und als Abgeordneter der Republik dienen darf, den Wählerinnen und Wählern, die einem das Vertrauen ausgesprochen haben. Und ja, die Wahl der Nationalratspräsidenten, finde ich, hat gezeigt, dass durchaus ein Neubeginn möglich sein kann. Es wurden die Usancen eingehalten. Es haben sich SPÖ, FPÖ und Volkspartei bei der Wahl des ersten, zweiten und dritten Präsidenten jeweils unterstützt, so wie es immer die gute Usance des Parlaments war. Das ist auch schon ein Zeichen, dass man miteinander gut sprechen kann, auch einander vertraut, weil die Wahlergebnisse auch entsprechend waren. Und ja, ich glaube, es liegt an jedem selbst auch, an jeder Mandatarin und an jedem Mandatar, da einen Beitrag zu leisten. Und wenn man sich anschaut, der Nationalrat ist ja an sich spannend jetzt zusammengesetzt. Er hat den höchsten Frauenanteil in der Geschichte. Auch wir haben uns zum Teil wieder erneuert in der Volkspartei. Wir haben einerseits natürlich Mandatszugewinne, aber auch dadurch wieder neue Abgeordnete bekommen. Das heißt, es werden die Clubs auch wieder interessant zusammengewürfelt sein mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten. Entscheidend ist, dass man ordentlich miteinander umgeht. Und also unser Stil war ja immer in der Volkspartei zu sagen, ja, es ist das Parlament der Ort, wo man hart in der Sache diskutieren soll, aber wertschätzend dennoch im Umgang miteinander bleibt. Das Bekenntnis gab es übrigens von allen Parlamentsfraktionen diesmal in dieser Sitzung. Gab es schon oft. Und deswegen sage ich ja, man muss uns an den Taten messen. Da hat jeder Abgeordnete selbst auch die Verantwortung dafür zu tragen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das gelingen kann. Jetzt wurde der ÖVP auch im Wahlkampf sehr oft von den politischen Gegnern vorgeworfen, dass sie das Parlament nicht wertschätzt. Ja. Insbesondere ging die Kritik ja auch immer wieder an Sebastian Kurz selber. Wären Sie das Parlament diesmal, sollte die ÖVP die nächste Regierung oder Teil der nächsten Regierung sein, wovon derzeit ja alle ausgehen, diesmal stärker einbinden als unter Türkis-Blau? Das, was Sie ansprechen, war immer sozusagen ein Teil der Kritik der Opposition gegenüber uns als Volkspartei und gegenüber der türkis-blauen Regierung und den Freiheitlichen. Das ist das Recht der Opposition, Kritik zu üben. Wahr ist vielmehr, dass wir sowohl als Abgeordneter, und da war ich selbst einer von denen, der den Raum genutzt hat im Parlament, tatsächlich diese Diskussion zu führen, auch die Möglichkeiten, die das Parlament gibt, zu nutzen in all seiner Breite auch, wo es Diskussionsmöglichkeiten gibt. Und Sebastian Kurz selbst ist ja jetzt Clubobmann auch der Fraktion. Also man sieht seine Wertschätzung auch für das Parlament hier, weil im parlamentarischen Raum jetzt auch vieles möglich sein wird, an Gespräche und Verhandlungen zu führen. Also wir sind da guter Dinge und dass die Opposition Kritik übt, ist legitim, aber sie stimmt nicht. Also das sehen Sie nicht so. Sie sind der Meinung, das war auch in der Vergangenheit nicht so, dass Sie das Parlament minder geschätzt hätten. Also jeder, der den Clubobmann August Wöginger kennt, weiß, wie wichtig ihm der Parlamentarismus ist, wenn man weiß, in welchem guten freundschaftlichen Verhältnis August Wöginger und Sebastian Kurz miteinander arbeiten, dann kann man sich vorstellen, wie da auch damit die Wertschätzung für das Parlament lebt, von Sebastian Kurz, von August Wöginger, vom Club, vom Team. Und genau das werden wir auch wieder in dieser Legislaturperiode erleben. Jetzt haben Sie eh schon ein bisschen zwischen den Zeilen durchklingen lassen, dass das eng wird mit einer Regierungsbildung noch im heurigen Jahr. Was soll denn heuer dann noch im Parlament beschlossen werden? Da gibt es ja dann wieder dieses berühmte freie Spiel der Kräfte. Was glauben Sie oder was würden Sie sich wünschen, welche Punkte da heuer noch abgearbeitet werden sollen?
Zum einen habe ich es nicht durchblicken lassen, sondern ich habe wirklich gesagt, dass wir einfach einen Zeitraum brauchen für die Verhandlungen, um sie qualitätsvoll zu führen. Und es ist alles möglich. Es kann schneller gehen, es kann langsamer sein. Aber entscheidend ist ja, und das ist das Interesse der Österreicherinnen und Österreicher, eine stabile Regierung zu haben. Und das, was ich mir wünschen würde, ist einfach der Umgang mit Augenmaß und Hausverstand, wenn es darum geht, welche der Gesetze wir jetzt noch beschließen müssen. Wir sind da immer sehr vorsichtig im Sinne dessen, dass es immer budgetär bedeckt sein soll. All das, was da kommt, die Klubobleute werden jetzt zu mehreren Besprechungen zusammenkommen, um das auch festzulegen, diesen Prozess. Und ich glaube, da wird entscheidend sein, wie dann der weitere parlamentarische Fahrplan ausschaut. Unsere Mahnung ist immer, Augenmaß und Hausverstand walten zu lassen und nicht wieder auch in einer Art Casino-Mentalität viel Geld auszugeben, was dann die Österreicherinnen und Österreicher nachhaltig belastet. Es haben ja alle Parteien in diesem Wahlkampf von mehr Transparenz, neuer Parteienfinanzierung etc. gesprochen. Soll das möglichst rasch beschlossen werden im Parlament? Ich glaube, es wichtig ist einmal, dass man das macht, wozu das Parlament da ist, nämlich miteinander sprechen. Also jetzt sind die Klubobleute gefordert, diese Gespräche miteinander zu führen. Wenn man dann einen Weg findet, Sie wissen, wir haben immer das Interesse bekundet, ein neues Parteienfinanzierungsgesetz zu machen, weil es einfach das, was jetzt besteht, einfach schlecht ist, weil es Vereinskonstruktionen ermöglicht, die sozusagen das Geld am Rechnung so vorbei in Parteien zulässt. Das haben damals noch SPÖ und FPÖ beschlossen. Wir sind dafür, dass wir sagen, okay, setzen wir uns dafür ein, dass es mehr Transparenz gibt. Wir haben die höchste Parteienförderung in Europa, reden wir auch darüber. Und jetzt sind aber die Klubobleute gefordert, diese Gespräche zu führen. Herr Nehmer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann ist der bekannteste Physiker des Landes zu Gast, und zwar Werner Gruber. Mit dem sprechen wir über die Zeitumstellung, die steht ja dieses Wochenende an. Wir stellen von Sommerzeit wieder auf Winterzeit um, obwohl wir ja eigentlich bald gar keine Zeitumstellung mehr haben sollten. Was bedeutet das? Was heißt das aber auch wissenschaftlich? Das wird uns gleich Werner Gruber erklären. Aber wir fragen Werner Gruber natürlich auch zur SPÖ. Er ist ja einfaches SPÖ-Parteimitglied und hat auch da immer eine sehr deutliche Meinung. Also nach einer ganz kurzen Pause sind wir gleich zurück mit Werner Gruber.